Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie ihr die Früchte eures guten Karmas ernten könnt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 6. Juni 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben die Auswirkungen der Energien auf euch alle untersucht, die in diesem Monat eurer Sonnenwende und dieser kürzlichen Sonnenfinsternis, die ihr erlebt habt, auf euch alle gewirkt haben. Und natürlich kommen immer wieder andere Energien, um euch zu unterstützen, um euch bei eurer Heilung zu helfen und um euch die Upgrades und Aktivierungen zu geben, die ein natürlicher Teil dieses Übergangs sind, in dem ihr euch befindet. Ihr befindet euch im Übergang von einem singulären, sterblichen, ich-bezogenen Wesen zu einem kollektiven, unsterblichen, höheren Selbstwesen. Und während ihr diese schönste aller Reisen fortsetzt, werdet ihr weiterhin eine Menge Hilfe erhalten. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, sich von unnötigen geistigen und körperlichen Anstrengungen zu befreien. Jetzt ist es an der Zeit, von dieser sehr drittdimensionalen Lebenseinstellung zu der sehr fünftdimensionalen Lebenseinstellung zu wechseln, die das Entspannen und Empfangen einschließt. Während ihr wisst, dass ihr eure Realität mit Energie erschafft, die überall um euch herum ist. Es ist an der Zeit, sich weniger auf den Verstand und mehr auf die Intuition, auf das Herz und auf die Kraft zu verlassen, die ihr in euch tragt, um die Veränderungen zu schaffen, die ihr in eurer Welt, in eurem Leben und in dieser Galaxie sehen wollt. Diese Galaxie war nicht immer ein freundlicher Ort für diejenigen unter euch, die zu dieser Zeit dort auf der Erde inkarniert sind. Und so ist es an der Zeit, dass ihr die Früchte eures guten Karmas ernten könnt. Es ist an der Zeit, dass ihr die Hilfe der Wesen, Fraktionen und Sternensysteme erhaltet, die euch in der Vergangenheit verletzt haben. Es gibt viele von euch, die versuchen, sich selbst zu erlösen, indem sie der Menschheit helfen. Müsst ihr die Dinge nun auf eigene Faust tun? Natürlich, und das tut ihr auch. Ihr versammelt euch zu einer friedlichen Demonstration. Ihr zeigt Unterstützung für andere in eurer Welt, die missbraucht und entrechtet worden sind. Ihr kommt als ein einheitliches Ganzes zusammen, aber ihr tut dies mit viel Unterstützung. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wie schwer es für euch wäre, die Meinung jedes Rassisten, jedes Fanatikers, jedes Frauenfeindes zu ändern, dann wäre das für jeden eine sehr große Aufgabe, ganz gleich, wie wortgewandt ein Redner oder begabt ein Schriftsteller sein mag. Was könnt ihr also tun? Ihr könnt euch in diesen Energien verankern. Ihr könnt empfänglich, offen und ein reiner Kanal für das sein, was Liebe und Licht ist. Und dann könnt ihr all die Veränderungen erleben, die ihr jetzt in eurer Welt sehen wollt, ohne zu wissen, wie das alles geschehen wird. Das ist das Schöne daran, über den Verstand hinauszugehen. Der Verstand will es wissen, aber das Herz ist offen für Vertrauen und deshalb müsst ihr jetzt in euren Herzen sein, und auf diese Energien vertrauen, die euch alle als ein vereintes Kollektiv zusammenbringen sollen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.